Hallo, liebe Sichtbarkeitsfreunde, heute geht's um das Thema Quenten und wie du Quenten mit Zapier verknüpfst. Dazu brauchst du ein Zapier-Konto und natürlich einen Quenten-Account. So. Und damit das dann mit Zapier funktioniert, brauchst du als allererstes einmal in deiner Quenten-Kampagne hier so ein Zapier-Empfangs- unter Ereignis-Elementen. Dieses Zapier-Empfangen steht da drunter. Dieses Modul bei Quenten brauchst du, genau. Und dann brauchst du diese Element-ID, ist wichtig. Und bei Kontakte erzeugen, Haken setzen und hier die E-Mail-Adresse bestätigen. Das wird bei dir wahrscheinlich noch ausgegraut sein. Da bitte ich dich, schreib den Support an von Quenten. Und sag ihnen, dass du das bitte freigeschaltet haben möchtest. Und dann kannst du hier nachher automatisch deine E-Mail-Adressen bestätigen lassen, die du über entweder Vollkontakt oder Pubuka, also die Businesskarten eingescannt hast. Und das ist doch eine super Sache. Dann hast du die direkt in deinem Newsletter-Funnel. Und dann ist es wichtig, dass du dir überlegst, ob du einen Tag setzen möchtest dafür, für die Leute, die du persönlich kennengelernt hast. Falls ja, ziehst du den Tag hier dann noch rein, verbindest es miteinander und vielleicht möchtest du ja dann auch noch eine kleine E-Mail-Sequenz schreiben, wo du sagst, hier, wo du dann eine E-Mail schreibst mit Hallo, toll, dich kennengelernt zu haben und so weiter. Und das musst du dann natürlich auch noch verknüpfen. Das sollte dann nachher so aussehen. Und dann geht's in deinen, und dann würde es in deinen Funnel gehen. So. Und damit das funktioniert, brauchst du, wie gesagt, einen Zapier-Account. Den legst du hier unter zapier.com an. Und dann zeige ich dir jetzt, wie das geht mit den Zaps. Ich gehe jetzt einfach mal nochmal ganz neu rein. So. Und dann klickst du hier, nachdem du deinen Account angelegt hast, gehst du hier auf Make Zap. Und du möchtest als Trigger ja haben, dass deine Businesskarten eingescannt werden. Das geht entweder mit Vollkontakt. Ich habe auch noch die App Pubuka gefunden. Die hat im Moment leider gerade einen Bug mit iPhones. Aber Vollkontakt funktioniert genauso wie Pubuka. Also. Ich zeige dir das jetzt mit Pubuka, alleine einfach aus dem Grund, weil du bei Pubuka bis zu 5000 Kontakte einscannen kannst. Und bei Vollkontakt in dem kostenlosen sind es erstmal nur 10 und dann kostet es 9,99 € oder irgendwie so. Da gehst du dann auf, also ich habe mit Pubuka ausgesucht. So, dann hier auf Pubuka, Choose Trigger. Da wählst du New Contact aus. Es kann auch sein, dass deine App dann hier mehrere Trigger anzeigt. Und dann ist es wichtig, dass du den richtigen für dich aussuchst. So. Hier hast du noch gar keinen Account. Da müsstest du dann hier auf Connect an Account gehen und dann deine Pubuka-Daten hier reinmachen. Dass Zapier die Erlaubnis hat, sich mit Pubuka so zu verknüpfen. Und da schreibst du deine E-Mail und dein Passwort hin, was du angelegt hast bei der Erstellung deines Pubuka-Accounts. So, ich habe das jetzt schon. Und deswegen, und dann gehst du hier einmal auf Testen. So, und dann sollte da Success, so wie bei mir hier stehen. Dann gehst du auf Save and Continue. Und hier ist es wichtig, dass du mindestens einen Beispielkontakt schon angelegt hast. Ansonsten kriegst du hier Fehlermeldungen angezeigt. So, also leg noch einen Pubuka-Account, irgendeinen Test-Account an. Und hier sagst du dann Fetch and Continue. So, Test was success oder Test successful. Und dann gehst du weiter auf Continue. Und jetzt möchtest du das ja mit Quenten verknüpfen. So. Und da findest du auch im Handbuch, wie du Quenten findest. So. Und hier kannst du dann nach Quenten suchen. Und hier wähl Create Contact, weil er modifiziert die bereits angelegten Kontakte mit dieser Action oder Aktion und er kreiert neue.
Also genau das, was du brauchst, super, tippitoppi, auf Save and Contact. Und hier, wenn du noch keinen Account hast, gehst du hier auf Connect an Account. Und hier geht es darum, dass du deinen Zapier mit Quenten verknüpfst. Und deine API-URL und deinen API-Key, den findest du unter Quenten. Sekunde. Hier unter Mein Konto, API-Info und dann hier unter Zapier API. Hier findest du die Daten, die Zapier hier haben möchte, um deinen Account zu verknüpfen. Dann verknüpfst du das, drückst auf Test und da sollte dann nachher auch, so wie bei mir hier, Success stehen. Dann hat alles super duper geklappt. Und dann geht es darum, dein Template aufzusetzen. Hier die E-Mail, die ist required. Da nimmst du dann E-Mail und das wird dann das sind dann die Daten aus deinem Test-Account. Und wenn du es zu einer Kampagne, zu einem speziellen Element in einer speziellen Kampagne verknüpfen möchtest, dann musst du hier deine Element-ID eintragen, die 3, 5, 6 in meinem Fall. Bitte nutz für dich deine ID, die du ja dann hier angezeigt bekommst in der Kampagne, also in deiner Kampagne dann natürlich, unter hier, unter diesem, was du als Ereignis-Element angelegt hast, hier in dem Zapier-Account, hier unter Element-ID. So. Die trägst du hier per Hand ein. Dann hast du vielleicht noch einen Tag angelegt. Ich habe hier Konferenz und Schulung angelegt. Den nehme ich dann. Genau. Und dann kannst du, wenn du möchtest, auch noch hier den Vornamen und Nachnamen mit in Quentin verknüpfen und eingeben lassen. Ist aber kein Muss, kannst du aber machen. So. Und ich zeige dir jetzt hier nur, was ein Muss ist. Und dann gehst du auf Continue. Und er findet hier die E-Mail, super perfekt. Und es funktioniert alles. Und dann müsstest du hier noch einen Send Test Quenten drücken. Das mache ich jetzt nicht, sonst habe ich in meinem Account den nachher doppelt. Müsstest du im nächsten Schritt deine SEP hier noch einmal, müsstest du den Regler, der kommt hier unten dann irgendwo, einmal dann bitte noch auf grün setzen. So funktioniert es mit dem Test. Wichtig ist, dass du es anstellst und was auch noch total wichtig ist, dass du bei Quenten anfragst, dass du hier diesen Haken setzen kannst. Der wäre dann auch noch wichtig, damit deine Adressen direkt bestätigt sind und du das nicht per Hand machen musst. Super. Dann hier auf Speichern gehen und alles ist picobello. Dann hast du dein Zapier mit Quenten verknüpft. Und so kannst du deinen Funnel, also deine E-Mail-Liste wachsen und wachsen lassen. Hier natürlich wie immer bei Quenten noch auf Veröffentlichen drücken. Hier auf Veröffentlichen dann und dann ist alles super. So. Ich hoffe, das hat dir super weitergeholfen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.